Sichtwerk hat gar nicht gebraucht. Doch, das hier muss eingestellt werden. Wurde benutzt. Die Kundgebung haben wir organisiert, weil der Justizsenat nicht anerkennt die Koalitionsfreiheit in den Knästen in der JVA Tegel. Es gibt eine kleine Anfrage der Linken und es gibt eine kleine Anfrage der Grünen zur Koalitionsfreiheit. In beiden Fällen hat der Justizsenat darauf geantwortet, dass es die Arbeit im Knast nicht den Lohnarbeitsbedingungen entsprechen würde, sondern die Arbeit im Knast eigentlich eine resozialisierende Maßnahme wäre und deswegen keiner gewerkschaftlichen Organisation bedarf. Die gewerkschaftliche Gründung hat zwei Ziele im Augenblick, nämlich den Anschluss an die Forderung nach Mindestlohn, der ja für andere gesellschaftliche Gruppierungen im Augenblick auch diskutiert bzw. beschlossen worden ist. In der ganzen Debatte sind die Gefangenen nicht vorgekommen, obwohl sie Lohnarbeit verrichten. Und die zweite Forderung ist, dass Arbeit, die im Knast verrichtet wird, auf die Rentenversicherung angerechnet wird. Das ist bisher nicht der Fall und das eigentlich bedeutet, dass wenn Gefangene entlassen werden, die möglicherweise 17, 18, 20 Jahre gearbeitet haben, keinen Anspruch auf Rentenversicherung haben. Und das ist vorprogrammierte Altersarmut. Und wie ist der Stand im Moment, der Stand der Organisierung in den Knästen? Es gibt einen Verein im Moment. Es gibt einen Verein, die Gewerkschaft, wie heißen sie, Gefangenengewerkschaft e.V. Das ist ursprünglich in Berlin gegründet worden von einer relativ kleinen Gruppe, hat sich dann aber schnell innerhalb der JVA Tegel ausgeweitet, sodass wir inzwischen, glaube ich, an die 50 Mitglieder haben, eingeschriebene Mitglieder. Darüber hinaus aber hat es Unterschriftenlisten gegeben, sodass also zusätzlich weitere 200 Mitglieder diese Initiative unterstützen. Inzwischen gibt es zusätzlich in, glaube ich, Aschaffenburg, Willig und hier in Plötzensee kleine Gruppierungen, die sich ebenfalls gewerkschaftlich organisiert haben. Sodass vor 6 Wochen die ursprüngliche JVA Tegel Gefangenengewerkschaft sich zu einer Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation ausgedehnt hat. Die Knastverwaltung in Berlin hat relativ verhalten reagiert. Sie hat unmittelbar danach die Zellen von Oliver Rast, der jetzt der Sprecher der Gefangenengewerkschaft ist, und einem weiteren Mitgefangenen, der die mitgegründet hat, Zellen durchsucht unter dem Vorwand, dass sie Unterschriften organisiert haben, ohne vorher mit der Knastverwaltung abzusprechen, dass diese Unterschriften organisiert werden dürfen. Danach ist in Berlin zumindest in der JVA Tegel keiner, mir jedenfalls nicht bekannt, dass da weitere Repressalien erfolgt sind. Ich habe heute gerade gehört, dass in Willig der dortige Sprecher auch behindert wird an einer gewerkschaftlichen Betätigung. Dem haben sie Briefpapier mit dem Briefkopf der Gefangenengewerkschaft beschlagnahmt. Ja, hier ist der Berliner Justizsenat und die sind halt verantwortlich unter anderem für die Situation in Gefängnissen. Und es gibt halt seit Mai haben sie hier Häftlinge aus verschiedenen Justizvollzugsanstalten eine Gefangenengewerkschaft gegründet, weil die im Knast ja auch arbeiten müssen. Da wird ja auch Lohnarbeit gemacht unter halt ganz schlechten Bedingungen. Und die fordern halt Mindestlohn, was ja auch eigentlich eine Forderung ist, Mindestlohn für alle. Und da gehören sie zu und Einbeziehung in die Rentenversicherung, weil das auch ein großes Problem ist für Gefangene, die länger im Knast sind, dass die dann natürlich in Altersarmut abwandern, weil die gar nicht keine Rente kriegen. Und es gab halt am Anfang schon Repressionen, das heißt, es wurden Listen beschlagnahmt für die Gewerkschaft. Und jetzt ist aber die Taktik zu sagen, ja, die können ruhig in die Gewerkschaft gehen, aber die hätten keine Gewerkschaftsrechte, weil die gar keine Arbeitnehmer sind im klassischen Sinne. Und deswegen könnten sie natürlich, werden keine Tarifverhandlungen geführt und auch nicht gestreikt. Das war die Erklärung auf kleine Anfragen im Abgeordnetenhaus hier vom Justizsenat. Und da wird halt gefordert, dass es sind halt aktive Gewerkschaften, also ist im DGB, in der FAU oder aus ganz kleinen Gewerkschaften oder auch außerhalb von allen Gewerkschaften, die eben aber sagen, dass eben die Selbstorganisierung von Lohnabhängigen natürlich überall gilt und gerade auch im Knast, wo die Bedingungen besonders schlecht sind. Ja.
Auf der Webseite der Gefangenengewerkschaft wird immer von einem Gefangenenverein gesprochen. Kannst du mal kurz den Stand der Organisierung umreißen? Ja, das ist so eine juristische Handhabe, dass die alles als Verein gegründet haben. Also damit sie überhaupt, das ist so eine juristische Sache mit drei Gründern und so, damit sie jetzt überhaupt so rechtlich anerkannt erstmal sind. Deswegen wird dieses Vereinsrecht, das ist also eine rechtliche Sache, weil die sonst natürlich im Knast viel mehr Schwierigkeiten haben. Da wird das erstmal als Verein anerkannt, aber eben nicht als Gewerkschaft. Also als Verein kann natürlich wie ein Briefmarken oder sonst wie Verein erstmal, können auch Gefangene beitreten. Das wurde auch ausdrücklich bestätigt, aber eine Gewerkschaft ist eben was, wo die Leute dann auch streiken können, wo die Leute in Verhandlungen treten, und genau darum geht es halt, dass die genau das verhindern wollen, dass auf einmal Gefangene streiken, weil es ja nicht so ist, dass die unwichtige Sachen herstellen, sondern zum Beispiel die Sessel in Abgeordnetenhaus oder überall, die werden auch aus den Gefängnissen gemacht. Also ganz viel Material. Das heißt, es ist schon mittlerweile eine eigene Industrie auch. Wie sind im Knast selber die Reaktionen der Knastverwaltung? Ja, die Knastverwaltung hat am Anfang halt gleich Unterlagen beschlagnahmt, also gerade wo das bekannt wurde, die Unterstützungsunterlagen. Das hat aber im Knast bei den Gefangenen zu mehr Unterstützung geführt, weil es ist schon eine Leistung, innerhalb kurzer Zeit fast 200 Gefangene zu mobilisieren. Und dann hat das auch in anderen Gefängnissen, hat das auch sofort Unterstützungserklärungen gegeben, unter anderem auch in Burg, das ist ja ein halbstaatlicher Knast. Und die Verwaltung ist dementsprechend natürlich, will das halt möglich überhaupt nicht. Also ich werde es natürlich zeigen, wenn die dann halt, wenn die einfach jetzt weiterhin, auch womöglich dann tatsächlich die Verhandlungen direkt da einfordern, wie das dann weitergeht. Also ich meine, es gab jetzt auch in Köln, also gab es in anderen Gefängnissen, in Werl, da gab es auch, wurden auch Sachen beschlagnahmt, weil wie gesagt, es gab halt innerhalb kurzer Zeit, hat diese Idee halt Funken geschlagen, und überall gab es Gefangene, dieses sozusagen ebenfalls als Initiative einer Gewerkschaft erklärt haben. Und das ist halt nicht so selbstverständlich, weil eigentlich wenig politische Gefangene im Knast sind, und diese ganzen Hierarchien, die kapitalistischen Hierarchien, die es im Alltag gibt, im Gefängnis ja eigentlich nochmal in verstärktem Maße sind, also auch Konkurrenzdenken und all diese negativen Eigenschaften, das ist ja nicht irgendwie ein Ort, wo das emanzipatorisch ist. Also und von daher ist es schon erstaunlich, auch für die Gründer, dass es innerhalb kurzer Zeit diese Gewerkschaft von vielen Gefangenen angenommen wurde. Das ist schon erstaunlich. Kannst du nochmal sagen, in welchen Städten es überall diese Gefangenenorganisation gibt und wie viele Leute das dann ungefähr sind, die da mitmachen jeweils? Also unterstützt, also wie gesagt, in Berlin gibt es halt jetzt in Tegel, da fing das ja an mit drei Gefangenen, und Lötzensee, dann gibt es in Werl, in Leipzig, in Aachen und jetzt neuerdings wohl auch in Burg. Also Burg, das ist halt bei Magdeburg, das ist so einer dieser privaten Renommierknäste eigentlich, und da wird es dann nochmal interessant, weil da noch viel mehr produziert wird. Das ist so ein bisschen die US-Methode, wo ja ganz viel in Knästen produziert wird, also wo die halt auch privatisiert sind, und wenn Gefangene zum Beispiel sich weigern zu arbeiten, wird das Strom um 22 Uhr abgestellt, dann heißt es, dann ist es sozusagen nur die Minder, also die müssen natürlich im Gefängnis bleiben, aber das hat dann natürlich Arbeitsverweigerung, was es ja auch immer gibt, hat dann unheimlich eine große Konsequenz. Und es gibt natürlich noch andere Gefängnisse, wo halt es Interesse auch gibt, wo noch keine Initiativen sind. Und es gibt so 600 Leute, die so zumindest das jetzt erstmal solidarisch erklärt haben ungefähr. Deswegen gibt es ja auch die Broschüre, die soll jetzt an diese Gefängnisse geschickt werden. Es wird sich natürlich jetzt zeigen, wie viele dann auch dabei bleiben. Es gibt ja auch eine Fluktuation, das muss es natürlich dann zeigen, wie sich das konsolidiert. Auf jeden Fall diese Anfangsidee hat auf jeden Fall relativ schnell ziemlich viel Erfolg gehabt.